Hallo und herzlich willkommen hier auf jurella.de. Heute möchten wir uns mit den komplexen Zahlen beschäftigen. Aber was soll eigentlich die komplexe Zahl darstellen? Wir haben eine Gleichung, und zwar x² plus 1 soll 0 sein. Also wir suchen die Nullstelle von dieser Funktion x² plus 1. Nun bringen wir die 1 auf die andere Seite, also machen wir minus 1, dann steht der x² gleich minus 1. Wir müssten die Wurzel ziehen und bisher hieß es, naja, die Wurzel von minus 1, was sollte das überhaupt sein? Wir haben einfach mal gesagt, naja, das geht nicht, ist nicht definiert. Wenn man sich das überlegt, was für Zahlen haben wir eigentlich zur Verfügung? Das eine wären die, die wir am längsten kennen, die natürlichen Zahlen, n. Was sind das? Das sind einfach diese Zahlen 1, 2, 3, 4, die ganzen natürlichen Zahlen. So, was sind dann die ganzen Zahlen? Dafür gab es das Zeichen z, auch doppelt gestrichen, z einfach minus 1, minus 2, wir haben es als erweitert und die negativen Zahlen, aber auch das löst ja unser Problem x² gleich minus 1 nicht. Das nächste, was dann kommen wird in der Zahlenmenge, wäre q, die rationalen Zahlen, das sind eigentlich alle Brüche. Und als auch das nicht gereicht hat, weil zum Beispiel die Gleichung x² gleich 2 könnte man mit einem Bruch auch nicht lösen, haben wir noch die reellen Zahlen eingeführt, das sind Dinge eben wie Wurzel 2, Wurzel 3 oder auch Pi oder eben die Eulersche Zahl e. Nun, mit diesen ganzen Dingen hier können wir das leider nicht lösen. Jetzt ist so, man kriegt eine neue, die Zahlenmenge, man nennt die c, die Zahlenmenge der komplexen Zahlen. Was kann ich darunter vorstellen? Nun, genau das Problem, was wir hier oben haben, führt uns nun zu der Definition einer imaginären Einheit. Imaginäre Einheit. Und zwar sagen wir es einfach mal, wir nennen die i wie imaginär und sagen einfach i ins Quadrat soll eben genau sein minus 1. Also i ist jetzt keine Zahl aus diesen vier Zahlen hier oben, also keine reelle Zahl oder sonst was, sondern es ist tatsächlich so, i muss einfach, wenn ich es quadriere, minus 1 geben. Was ergibt sich daraus jetzt für uns? Wenn ich davon die Wurzel ziehe, dann ist nämlich i nichts anderes als die Wurzel von minus 1. Oder was auch noch ein kleiner Spaß ist, wenn ich einfach das i² gleich minus 1 durch i teile, dann steht nämlich da, i ist gleich minus 1 durch i oder anders geschrieben, minus i ist nichts anderes als i hoch minus 1. Manchmal lustig, wenn man da mit den Zahlen rumspielt. So, das ist aber noch nicht unbedingt eine Zahl, sondern die komplexe Zahl besteht aus einem imaginären Teil und aus einem reellen Teil. Also sagen wir, eine komplexe Zahl die nennt man in der Regel Z oder W. Wir nennen sie mal Z. Ist schon einfach so etwas wie A plus B mal I. So, A und B sollen einfach reelle Zahlen sein. Also A und B, Element R. Und I ist eben unsere imaginäre Einheit. Das heißt, wir haben hier zwei Dinge. Einen ersten Term, der ist vollkommen real, wie wir es bisher überhaupt auch kannten. Den nennen wir auch Realteil. Und wir kennen hier diesen zweiten Teil, B mal I. Das ist das, was jetzt neu für uns ist und den nennen wir Imaginärteil. Das heißt, unsere komplexen Zahlen besteht immer aus zwei Teilen. Nun, überlegen wir das mal ein bisschen weiter. Wir wissen also, was die Wurzel von minus 1 ist. Wie können wir das zum Beispiel bei Wurzel minus 5 schreiben? Nun, wir wissen, minus 5 ist nichts anderes als minus 1 mal 5. Also ist das gleiche wie Wurzel von minus 1 mal 5. Dann kann ich das auseinandernehmen. Das heißt, ich habe hier die Wurzel von minus 1 mal die Wurzel von 5. Nun, Wurzel minus 1 ist aber genau i. Somit steht ja nichts anderes als i mal Wurzel 5. Ihr seht also, das kann man alles so umschreiben, man kann jetzt Gleichungen lösen, die wir fort nicht lösen konnten. Wenn wir uns das mal wie an diesem Beispiel drüben mal ganz kurz versuchen, ein bisschen zu veranschaulichen, wenn das unser Koordinatensystem sein sollte, dann ist x² plus 1 nichts anderes als eine Standard-Normalparabel um 1 in y-Richtung verschoben.
gleich 0. Das heißt, wir suchen eigentlich 0 Stellen. Wir sehen in der reellen Zahlebene haben wir hier keine Möglichkeit, eine Nullstelle zu finden. Wir haben aber, wenn ich jetzt dieses Ding hier löse in C, x² plus 1 gleich 0, dann kriege ich ja raus, x² soll sein minus 1 und dann habe ich die Lösung, naja, x ist gleich plus oder minus i. Nämlich minus i² gibt natürlich auch i², weil das minus sich aufhebt im Quadrat. Das heißt, sowohl plus als auch minus i wäre hier eine Lösung. Wir haben also hier zwei Lösungen, die wir mit den reellen Zahlen hier gar nicht finden können. Nun, man kann es sogar noch deutlich präzisieren und man stellt fest, dass es wirklich so ist, dass zu jedem Polynom von Grad n, also Grad n heißt x hoch 3 plus irgendwas kleineres, ist eine Funktion dritten Grades, die hat dann genau auch n Nullstellen. Also in dem Fall 3 oder bei uns hat man eine Funktion zweiten Grades, also immer genau zwei Nullstellen. Das nennt sich dann ein Fundamentalsatz der Algebra. So. Nun, das war die Einführung der komplexen Zahlen. Schaut euch einfach die anderen Videos auf www.nurelta.de an. Schaut auch sonst mal auf der Homepage vorbei. Ihr könnt uns auch auf Facebook verfolgen. Vielen Dank.